weiß nicht mehr genau, wie ich es gefunden habe. Es ist auch schon über ein halbes Jahr her. Aber als ich dann diese Promo-Seite gefunden habe, wusste ich einfach direkt, ja, das hört sich doch gut an. Und ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie ich überhaupt zu der Seite kam. War mir wie so ein Wink des Schicksals. Ich habe die Seite geteilt bei Facebook und bei Twitter. Und hab mir sogar extra den Twitter-Account gemacht, um mehrere Leute zu befüllen, um die Chancen zu erhöhen, weil je mehr man das teilt, desto mehr Chancen hat. Ich habe mir La Gomera ausgesucht, weil ich fand einfach, dass es von der Landschaft her am schönsten von allen Inseln aussieht. Und ich wandere sowieso sehr gerne. Und La Gomera sah einfach genau wie der Ort aus, wo ich gerne Urlaub machen würde. Als dann die Nachricht kam, dass ich gewonnen hatte, war ich erstmal so, okay. Dann habe ich erstmal gewartet, ob das wirklich stimmt. Und dann, wie sich rausstellte, dass ich wirklich gewonnen hatte, da war ich dann sehr, ja, aufgeregt und sehr glücklich. Also, wir waren sehr oft wandern, während wir hier waren. Haben eine Walbesichtigungstour gemacht, mitten auf dem Atlantik. Waren gut essen teilweise. Haben die Sonne auch mal am Strand genossen. Und ja, was haben wir noch gemacht? Städte angekommen. Umgefahren nach St. Sebastian. Das Wandern war auf jeden Fall das Schönste. Die Natur ist sehr schön und macht sehr viel Spaß, hier zu laufen. Dennoch anstrengend. Berge ist anstrengend, aber es ist herausfordernd. Beeindruckt an dieser Insel hat mich auch diese verschiedenen landschaftlichen Zonen aufeinandertreffen. Das heißt, du läufst gerade noch durch einen Wald, hast einen ganz kleinen Wasserfall da und plötzlich bist du auf einem Camino ganz oben. Und hast nur noch Stein. Und das sieht dann auch einfach faszinierend aus, wenn man dann von dem Berg oben runter schaut. Da ist so viel vorhanden. Und ja, das hat mich schon sehr beeindruckt. Also, ich fand die Zeit hier sehr schön. Es war auf jeden Fall einer der schönsten Urlaube, die ich hatte. Und wir hatten viele schöne Ausflüge, sehr schöne Wanderungen. Wir waren mitten auf dem Meer. Wir konnten hier richtig schön auch mal baden gehen. Gutes Essen, gutes Trinken. Und also, ich denke, es wird nicht lange dauern, bis ich nochmal herkomme.